Und wir gehen jetzt direkt auf die letzten zwei Monate. Wir gucken uns mal unseren Geschäftsbericht an. Hier geht es steil berghoch mit dem Geldmittel. Verkehrswert schwankt so hin und her. Wochenertrag, ja. Werbung machen wir jetzt auch keine mehr. Eine Tretbahn. Das ist, glaube ich, so eine Art Fahrradbahn, wo man selber treten muss. Aber ansonsten ist da auch nicht mehr so viel Spektakuläres dabei. Ja, Jetzt sind wir schon bei 50 Minuten gleich. GP von Island ist defekt. Was ist denn da kaputt? Kein Benzin mehr. Fehlfunktion des Fahrzeugs. Da hätten wir eigentlich mal kurze Zeit für einen kleinen... Ich cheate einfach mal. Da gibt es nämlich einen Cheat. Wir müssen einfach eine Person, die mit dem Kart fährt, nach Damon Hill umbenennen. Und der fährt dann, glaube ich... Viermal so schnell als alle anderen. Oder? Und das zeige ich euch gleich. Tretbahn, ja genau. Ja, richtig. Das ist einfach so eine Tretbahn halt. Was auch sonst. So, das Rennen müsste eigentlich dort beendet sein hier. Damon Hill, der guckt schon ganz ernst hier. Hunger, oh, er hat extrem Hunger. Der ist hungrig auf den Sieg. Der hat aber sogar ein bisschen Geld und hat schon einen Haufen Kohle hier im Park ausgegeben. So, ist jetzt hier noch eine Runde? So, jetzt steigen sie ein. Oh, und der müsste jetzt eigentlich deutlich schneller fahren als alle anderen. Wenn die Rennleitung den Start gleich freigibt. Minigolf hat ja auch noch eine Zahl dahinter. Dann nenne ich mal schnell um. In welchem sitzt der? Ich glaube in dem blauen, kann das sein, im Williams, wie er auch früher gefahren ist. Und da ist schon extrem kotze rum dort unten, das ist natürlich... Oh, da geht's los. Ne, im roten sitzt der, guckt mal, wie der abgeht. Guckt euch mal an, wie der abgeht, da ist schon, der überrundet gleich alle. Der ist jetzt schon im Ziel hier, bam. Haha. Und als zweiten Cheat gibt es dann, glaube ich, noch, ich glaube Michael Schumacher, und jetzt überrundet Damon hier alle, wow. Haha, das ist cool, ne? Coole Sache, das Ganze. Wo ist er denn jetzt? Jetzt steckt er, glaube ich, im Verkehr. Er kann nicht ganz überholen. Er steckt jetzt im Verkehr, weil die Rennleitung keine blauen Flaggen zeigt. Aber naja. Da gibt es auch noch mehr Cheats. Da gibt es auch noch einen, der fotografiert ständig. Ich weiß nicht, Chris Sawyer. Was passiert mit dem? Wenn ich den so umbenenne, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es irgendwie Namen, wenn man die eingibt, dann passieren lustige Dinge. Da gibt es einen, der fotografiert alles. Und so weiter und so fort. Ihr könnt es ja im Internet nachlesen, was es da so alles gibt. Ich glaube, der könnte das sogar sein, weil so wie der hier ständig pausiert. Geht er jetzt? Will er jetzt nach Hause gehen? Ich hoffe doch nicht. Ich setze den mal hier hin. Da sehen wir es vielleicht ein bisschen besser, wenn er was macht. Doch, tatsächlich, er hat gerade fotografiert. Ihr habt es bestimmt gesehen. Cool. Ja, das ist immer so lustige kleine Gimmicks. So kleine Easter Eggs. Das haben die Programmierer schön hier in das Spiel einprogrammiert, finde ich. Oh, jetzt ist das Spiel schon wieder abgestürzt. Natürlich nicht schön. Ja. Und das, wo ich gerade speichern wollte, kann ich das noch machen? Nee. Na gut, dann muss ich an der Stelle einfach mal kurz abbrechen und dann in der nächsten geht es dann einfach weiter. Bis dahin. Tschüss. So, da sind wir wieder zurück bei Rollercoaster Tycoon, nachdem das Spiel ja letztens gerade eben leider abgestürzt ist. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal im August nochmal spielen sozusagen. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass wir jetzt hier ein bisschen, naja, das Problem leider hatten. Aber ich glaube, viel ist da eh nicht passiert. Was haben wir jetzt eigentlich gemacht im September? Haben wir irgendwas gebaut? Nee, ich glaube nicht. Haben wir irgendwas...
Wir haben, glaube ich, nur ein paar Putzleute eingestellt und ein paar Techniker oder sowas. Und ansonsten war es das. Das holen wir jetzt einfach mal nach. Zum Glück habe ich gespeichert jetzt regelmäßig, sonst hätte mich das noch mehr geärgert, wenn ich alles hätte nochmal machen dürfen. Oh, ich hab eine kurze Pause gemacht und ich habe mal in den Geschirrspüler geguckt und naja, da ist eine sehr große Schaumbildung. Ich glaube, ich habe etwas zu viel Klarspüler benutzt oder sowas in der Art, jedenfalls zu viel. Jedenfalls ist da, glaube ich, ein bisschen was außerhalb, also unten in diese Wanne gekommen und dann schäumt das natürlich auf. Das habe ich wahrscheinlich nicht gut weggemacht. In dem Moment, egal. Daran soll es jetzt aber nicht scheitern irgendwie. Sowas passiert halt. Ah, jetzt muss ich erstmal gucken, dass wir die RCT-Folge jetzt über die Bühne bringen. Ist natürlich gut für euch, weil da eventuell jetzt doch noch eine Folge mehr rausspringt oder sowas in der Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, mein Geschirrspüler hat gerade 8-mal gepiept. Das bedeutet, er ist fertig. Aber jetzt mache ich einfach hier die Ofenarme fertig. Und dann gucke ich mal rein, ob der Schaum weg ist. Oder ob der noch da ist. Ach, ich weiß, was ich noch gemacht habe. War das jetzt hier schon? Die Anpassung von den Schirmfarben? Das ist natürlich blöd, das darf ich jetzt nochmal machen. Egal, da war was zu tun. Sag ich mal so. Den lassen wir rot. Den nehmen wir einfach mal. Halt, wo ist es? Gelb. Hier haben wir noch braun. Ah, da liegt wieder eine Menge Kotze rum, oder? Braun und wo haben wir noch? Das muss ich mir erstmal jetzt hier aufrufen, die ganze Sache wieder. Quatsch. Ich verdrück mich immer. Hier muss ich doch hin. Sortieren, Andenken, Kiosk. Rot, rot, gelb, orange, rosa oder halt lila. Und jetzt noch an die Informationen. Den roten lassen wir. Den machen wir. Zack. Achso, den haben wir auch schon so. Dann fertig. Mit allem. August. Na gut, so viel haben wir jetzt wahrscheinlich nicht verloren, hoffentlich. Aber es ist halt ärgerlich, dass wir jetzt hier diesen Monat oder sag mal diesen anderthalben Monat nochmal machen dürfen. Obwohl wir jetzt hätten schon längst fertig sein können. So, da liegt schon wieder Erbrochenes rum, liebe Putzfrau. Jetzt teile ich dir aber mal... Ach, ist schon eine, die dort einen Weg hat. Aber warum... Wo läuft denn die eigentlich? Ist das die hier? Ja, die läuft einen relativ weiten Weg hier rum. Bitte einmal hier... Ach, da war jetzt schon eine, die weggeräumt hat. Ja, zu spät. Wir können den Leuten auch andere Anziehsachen geben, aber es bleibt jetzt dabei. Ein scheiß Entertainer haben wir ja noch gar nicht. Kann ich, bauen wir jetzt sowas? Ach nö, jetzt habe ich da auch keinen Bock mehr drauf. Auf jeden Fall werde ich jetzt noch... häufiger zwischenspeichern, damit das nicht nochmal passiert. Der Absturz, das war eine sehr tragische, bittere Sache. Da liegt schon wieder Erbrochenes rum, das ist ja eine... Das ist ja... Zum Kotzen ist das, wenn man das so will. Da wäre coole Musik hier aus dem Karussell.
eine gemäßigte Attraktion gibt es als nächstes. Ich glaube, das war diese Tretbahn. Würde ich einfach mal behaupten. Sicher bin ich mir da jetzt nicht, aber müsste eigentlich so gewesen sein. Dam 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 da dam 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 da dam dam dam. So, unser Feriendorf. Ich zeig's euch nochmal her. Guckt euch das an. Da kommt dann das Schiff von da. Wer ist diese Schiffslinie dort um Norwegen? Hurtigruten. Das macht dann hier Stopp und da kannst du dann hier ins Ferienparadies gehen, hier einen Ferienurlaub machen und dann kannst du nebenbei in den Freizeitpark gehen. Das ist dann auch eine richtig coole Sache. Und da geht wieder irgendwas kaputt. Bestimmt das Karussell, oder? Ne, Sessellüfteffekt. Da liegt schon wieder Erbrochenes rum. Also, da liegt so viel Kotze rum. Die Leute, die kommen da gar nicht mehr richtig hinterher. Da alles wegzuräumen. Da muss ich nochmal massiv aufrüsten, damit das hier nicht irgendwie sich negativ auf die Parkbewertungen auswirkt. Wenn da überall das Zeug rumliegt, das Mittagessen. Aufseher, naja, stellen wir auch nochmal 5 ein. So. Und dann wird das hoffentlich ausgehen. Die Tretbahn, genau. Die hatten wir ja schon. Verzeihung. Ich hoffe, der Festplattenspeicher reicht jetzt noch für diese Marathonaufnahme. Das ist ja fast eine Stunde, also über eine Stunde schon eigentlich. Was wir hier aufnehmen. Und das ist ja. Ich nehme ja sozusagen die Auflösung, also Full HD auf und schneide mir dann einfach das RCT-Fenster aus, was ich brauche. Und es ist dann extrem speicherfressend, was der da braucht bei 30 Frames pro Sekunde. Da fallen schon ordentlich Daten an, aber ich habe noch, ich glaube, noch so 200 GB frei. Das müsste eigentlich noch reichen, aber es wird dann, das Rendern wird dann extrem lange dauern. Ich hoffe mal, das läuft dann durch. Dum, dum, da, dum, da, da, dum. So, naja. Sessellift-Effekt. Sicherheitsabschaltung. Ja, was könnte man eigentlich jetzt nochmal hier machen, so kurz vorm Schluss? Ich möchte was trinken. Ja, dann holt euch doch was zu trinken. Oder findet ihr den Weg nicht? Ich muss nicht zur Toilette, ich habe keinen Durst. Ich möchte raus aus Eisrad. Mir ist furchtbar kurz übel. Ich möchte gar nichts Aufregendes. Bla bla blub. Hast du nicht gesehen? Tja, da ist mir RCT jetzt schon zweimal abgestürzt. Das ist so ein bisschen wie Gronkh mit seinem Minecraft, was bei ihm ja auch ab und zu mal abstürzt. Und ich mache jetzt einmal aus Sicherheitsgründen lieber nochmal einen Speicherstand. Ich hoffe, es stört euch nicht so ganz, wenn ich hier regelmäßig speichere. Aber wir wollen hier vorwärts kommen mit dem Level und ständig neu anfangen. Wenn ich es nur so sagen darf. 4. September, jetzt gibt es die Tretbahn gleich. Aber die werden wir nicht nach. War eigentlich das Autoscooter jetzt schon gebaut? Ja, ich dachte, das hätten wir jetzt verloren durch den Absturz. Hier fehlt halt sowas wie ein Autosave hier bei RCT, aber es gibt's ja leider nicht. Gucken wir uns mal über Rollercoaster Tycoon an hier. Version 1.20.0.13, das braucht man, wenn man es unter Windows 7 64-Bit spielen will. Gibt's ein Patch im Internet, müsst ihr einfach besuchen danach. Copyright, natürlich, Chris Xavier.
Entwickelt von Chris Xavier, Grafik Simon Foster, Sound von Alistair Brimble, weitere Programmierung durch Fish, Darstellung von Jacques Villon. Wir danken, ja, natürlich allen. Und ja, wer hat die Musik gemacht? Hier steht alles da. Ach, hier steht die Musik auch drin. Hier steht die Musik auch drin von dem Karussell. Genau, habe ich mir schon gedacht. Children, der Regimentskindermarsch von Fucik. Kein Copyright, weil es, glaube ich, schon abgelaufen ist, die Schutzfrist. Komponist, hier ist sogar was von Komponist unbekannt dabei. Wedding Journal, Johann Strauss, auch schon abgelaufenes Copyright. Ja, da wisst ihr Bescheid. Wir sind jetzt am 11. September gerade angekommen.